Also die Tatsache, dass ein Großteil der Bevölkerung nicht weiß, in was für einem kranken System wir leben, liegt nicht daran, dass der Großteil der Bevölkerung dumm ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich kämpfe gar nicht für eine bessere Welt. Ich werbe für bessere Konzepte. Und werben kann ich immer dann am besten, wenn ich nicht mit so vielen Theorien komme, sondern weil ich einfach praktisch vorlebe. Wenn ich Menschen erklären möchte, dass ein Regionalgeld was Gutes ist, dann muss ich das einführen. Dann muss ich das machen. Und ich muss von Laden zu Laden und werben dafür. Und ich muss gute Gründe finden, warum Menschen da mitmachen. Und sie müssen alle einen konkreten, praktischen Nutzen darin sehen, da mitzumachen. Und ich denke, das ist absolut möglich. Wir haben jetzt hier in den letzten 2 Wochen Mikrokredite vergeben an alle Menschen, die vorbeigekommen sind und sich für die Schweizbank interessiert haben. Und die Menschen, die hier einen Kredit beantragen und von einer Tätigkeit erzählen, für die sie normalerweise nicht bezahlt werden. Also die Tätigkeit ist ungefähr im Laufe einer Stunde. Das kann was ganz Alltägliches sein, also Hausarbeit, Kinder erziehen, wie auch immer. Das kann aber auch was sein, was uns dann natürlich besonders gefreut hat, wenn das was ist, was man sich ausdenkt. Uns ist eben auch ganz wichtig, wir hatten viel Presseecho, auch viel Interesse von Erwachsenen und die haben halt häufig den Eindruck, okay, wir machen eigentlich so ein Planspiel, damit Kinder was über Geld lernen. Ne? Und darin steckt ja die Vorstellung, Geld ist Geld. Ja? Ob es nun Abenteuergeld ist oder Euro, ist halt Geld. Und man lernt dann halt mit dem Abenteuergeld, wo es nicht so schlimm ist, wenn man Fehler macht, ja, lernt man, wie man richtig wirtschaftet und so. Ne? Tatsache ist ja aber, dass wir hier und die Kinder auch was lernen, was die meisten Erwachsenen gar nicht wissen. Nämlich, wie man sein eigenes Geld macht. Nicht, wie man Geld benutzt, sondern wie man Geld macht. Weil das heutige System, was seit vielen tausend Jahren existiert, in regelmäßigen Abständen immer wieder zusammenbricht. Wir haben in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Zusammenbrüche des Geldsystems und des Bankensystems erfahren und immer wieder mit demselben System angefangen. Also ich war in Argentinien, als da der Peso zusammenbrach. Und nach einigen Monaten fing das wieder an mit dem alten System. Und das wird in regelmäßigen Abständen dann wieder zusammenbrechen. Und das ist, was wir im Moment erleben. Bei der heutigen globalisierten Wirtschaft dauert es etwas länger, als wenn das in einem kleineren geografischen Bereich stattfindet. Und es richtet sich natürlich auch nach der Höhe der Zinsen, die eben einen exponentiellen Wachstumsdruck erzeugen. Und je höher der Zins, umso schneller der Aufschwung und der Zusammenbruch. Und je niedriger, umso länger und umso milder, kann man sagen. Aber wenn das Ganze natürlich jetzt auf einer globalen Ebene zusammenbricht, dann wird das nicht besonders lustig, weil dann gibt es tatsächlich wahrscheinlich Störungen, die wir in dem Maße noch nie erlebt haben und wo wir auch ohne historische Erfahrung nicht richtig wissen, was wir denn machen sollen. Mit anderen Worten, man kann ganz unterschiedliche Währungen entwickeln für unterschiedliche Zwecke. Und das ist meine Botschaft, löst euch aus diesem Denkgefängnis. Es gibt nur eine Art von Geld, das ist die Art, die wir haben. Und es gibt nur eine Art, damit umzugehen. Und ich sage dann immer noch so, um das Ganze ein bisschen auf den Punkt zu bringen, das heutige Geld hat ein Hauptziel. Und das ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Und alle anderen Ziele, die wir haben, ob sie ökologischer Art sind oder kultureller Art oder sozialer Art, die haben es sehr schwer, an Geld zu kommen. Die sind eigentlich immer am Kämpfen ums Überleben.
Und genauso wie wir nicht nur eine Art von Kleid haben oder eine Art von Gebäude oder eine Art von Auto, sondern für verschiedene Zwecke, verschiedene Autotypen, für verschiedene Wohnzwecke oder Nutzungszwecke, verschiedene Häuser und Räume, verschiedene Kleider für unterschiedliche Zwecke, genauso können wir auch für verschiedene Nutzen, für verschiedene Probleme, für verschiedene Zwecke unterschiedliche Währungen entwickeln, die diesen Zwecken dienen. Und die auch, wenn man das ein bisschen weiterentwickelt, mit den heutigen Technologien ganz leicht untereinander austauschbar sind. Also das hier ist eine Bank und hier wird Geld gedruckt. Und zwar dieses Geld, das ist Kohle, eine neue Währung für Oberhausen, die jetzt hier seit 2 Wochen knapp zirkuliert und in über 80 Geschäften akzeptiert wird. Also zwischen der Currywurst, dem Sonnenstudio und der Beratung beim Rechtsanwalt kann man alles. Wird das akzeptiert? In über 80, ja. Es leben 80 Millionen Menschen in Deutschland und dieses Geldsystem, so wie wir es erleben, ist auf die Dauer gesehen, und mit Dauer meine ich die nächsten Jahre schon, nicht so gebaut, dass 80 Millionen davon profitieren. Ich gehe sogar davon aus, dass 79.900.000 Menschen nicht davon profitieren. Beispiel Regionalgeld. Wir haben gesagt, wir haben dieses Know-how nicht. Wieso gibt es dieses Know-how nicht einfach? Oder kann man das nicht einfach runterladen? Gibt es nicht irgendwie eine Regiogeld-App? Und dann kam uns die Idee, hey, wenn wir das machen und jemand will das nachmachen, wäre es doch toll, wenn wir einfach mitschreiben, was schwer war, was leicht war, mit wem man es machen sollte, mit wem nicht und so weiter. Tatsächlich werden wir nicht nur dieses Regiogeld einführen, sondern schon 3 Tage nach der Kongresswoche ein Rundum-Sorglos-Paket fertig haben, wie jeder Mensch in diesem Land in der Lage ist, ein eigenes komplementäres Geld für die eigene Region zu starten. Ja, also zunächst erstmal, ich bin der Frank Jansky, bin Rechtsanwalt, das ist mein beruflicher Hintergrund, und bin zu diesem Thema gekommen, weil ich einfach die Nase voll davon hatte, anderen Menschen in meiner Umgebung den Gerichtsvollzieher schicken zu wollen, um letztendlich das letzte Geld aus der Kasse nehmen zu lassen. Da ist die Idee entstanden, einfach etwas anderes zu machen, nämlich eigenes Geld zu kreieren, damit wir untereinander unsere Rechnung bezahlen können. Und wir fühlten uns recht wohl alle damit, weil wir genau diese Angst und diese Zwänge, die uns der Euro auferlegt, einfach nicht mehr hatten. Wir waren viel freier. Und das kann ich nur allen Menschen empfehlen, frei zu sein mit dem Geld, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Und wenn sie kein Geld mehr haben, dann malen sie ihr eigenes. Da arbeiten wir mal viel mit Wünschen der Kinder. Wir haben Kinder in den letzten 10 Jahren immer wieder gefragt, wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du gerne haben? Und die Kinder haben ganz oft gesagt, ich möchte gern reich sein. Und während wir andere Wünsche wie, ich möchte gern Astronaut werden, ich möchte mal gern mal Geistersucher werden, sowas können wir alles machen, ja? Wir haben immer gedacht, reich sein, Mist, ja? Theater hat ja auch kein Geld, können wir nichts machen. So, und dann wurde uns aber klar, dieses Thema Kinderarmut können wir nicht länger ignorieren, weil wir haben dann mal nachgefragt, was heißt denn reich sein für dich? Und dann hat der Junge gesagt, ja, dass man immer die Stromrechnung bezahlen kann. Dann haben wir gesagt, ach so, die Art von reich sein, ja. Und haben gedacht, wir müssen das Thema aufgreifen und haben dann wirklich nach einem Ansatz gesucht. Wie kann man das denn machen? Man kann ja nicht in eine Klasse gehen und sagen, okay, wer von euch ist arm? Ja, sondern man muss irgendwie so einen Empowerment-Ansatz finden. Und dann haben wir von den Alternativwährungen gehört. Ich glaube, als erstes durch den Film Der Schein trügt, glaube ich, ist aber auch schon ein bisschen her jetzt, haben wir von diesen Alternativwährungen gehört und gedacht, das ist ein Ansatz, wir brauchen nicht fragen, wer von euch ist arm, sondern wir sagen einfach so, jetzt
dieser Wunsch, ihr wollt reich werden, wir auch, wir probieren das jetzt mal. Wir drucken jetzt unser eigenes Geld. Absolut. Also ich bin zufrieden. Es hat sich wirklich so gezeigt, dass viele andere dadurch auch gekommen sind. Also durch Kindergeld kamen mehr Kunden, würde ich sagen. Aber ich bin froh, dabei zu sein. Also ich bin wirklich froh, dabei zu sein. Das kann ich wirklich sagen. Kinderbank hat durchaus dazu geholfen, dass über Candyville mehr geredet wird. Das kann ich bestätigen. 100%. Und auch stolz drauf, dabei zu sein. Alleine auch dabei, hier da zu stehen und die Leute reden drüber. Und das bestätigt sich damit. Also ich bin zufrieden, auf jeden Fall. Ich bin ein neuer Startup, also Existenzgründer. Und ich nehme alles an Werbung mit. Daher habe ich alles richtig gemacht. Hallo? Wir sind Kinder bei der Kinderbank und wir wollten ihr fragen, ob ihr bei der Kinderbank mitmachen wollt. Und was ist das? Wie funktioniert das? Es ist so ein Geld. Es gibt schon 21 Läden, die da mitmachen. Und wenn ich ihnen, können Sie oder Ihr Chef sich ausdenken, was für eine Sache sie dafür verkaufen können. Also im Moment haben wir ein Geldsystem, das ohne Probleme hortbar ist. Jeder kann sich Geld zurücklegen für schlechte Zeiten, nicht wahr? Und das machen wir auch gerne, weil wir gerne für schlechte Zeiten sparen. Keynes nannte das die Vorliebe für Liquidität. Und das ist mit unserem Geld problemlos möglich. Und daraus folgt, dass alle gerne ihr Geld horten, also als Wertaufbewahrungsmittel verwenden. Aber Geld ist eigentlich ein Tauschmittel. Es soll ja dazu dienen, dass Menschen besser Güter austauschen können. Wenn aber alle Menschen ihr Geld zu Hause horten, dann unterbindet das den Tausch. Das heißt, diejenigen, die ihr Geld zu Hause horten, verhindern damit, dass Geld als Tauschmittel verwendet wird. Das heißt, derjenige, der Geld braucht, um sich notwendige Güter zu kaufen, der muss demjenigen, der Geld hat, dafür einen Anreiz geben. Und diesen Anreiz, das ist der Zins. Und worin liegt das Problem? Das Problem liegt darin, dass der Zins und Zinseszins das Geld aus sich selbst raus vermehrt. Wie auch schon Aristoteles festgestellt hat, also der Zins bewirkt, dass das Geld Kinder bekommt. Und das ist ja eigentlich ja völlig unnatürlich, nicht? Wenn ich Geld auf ein Konto lege, auf ein Guthabenkonto und zu 5% verzinse, dann ist das nach ungefähr 10 Jahren, hat sich der Betrag dort durch Zins und Zinseszins verdoppelt. Das heißt, aus 10 Euro werden 20 nach 10 Jahren, aus 20 40, aus 40 80 und so weiter. Das ist eine Exponentialfunktion. Das heißt, selbst der schnellste Rechner der Welt kann mangels fehlender Nullen die daraus entstehende Zinslast irgendwann nicht mehr berechnen. Also das Geld auf dem Konto wächst unaufhörlich, aber irgendjemand muss das ja erarbeiten. Geld an sich arbeitet ja nicht. Auch wenn die Banken das immer behaupten, lassen sie ihr Geld für sich arbeiten. Irgendjemand muss den Zinsdienst erbringen. Und das geht irgendwann nicht mehr. Am Anfang geht es noch, weil ja eine Exponentialkurve langsam anfängt und dann immer schneller wächst. Am Anfang, wenn dein Geldsystem neu ist, ist es noch möglich, also ohne Probleme möglich, diesen Zinsdienst zu erbringen. Aber im Laufe der Zeit, nach 20, 30 Jahren, wächst dann praktisch die Geldmenge schneller als die Produktivität der Wirtschaft. Und das muss dann zwangsläufig irgendwann dazu führen, dass also die Produktivität nicht mehr ausreicht, um diesen Zinsdienst zu erbringen, und dann bricht das System zusammen. Das ist jetzt der Fall. Es gibt nicht mehr genügend solvente Kreditnehmer. Also die Kreditnehmer, die es gibt, haben praktisch nicht mehr die Produktivität, die Kraft, die Zinsen zu bezahlen, wie wir jetzt in Griechenland sehen oder bei den Häuslebauern in den USA 2008. Dann gehen die Banken pleite. Ja, wir Einzelnen, jeder von uns, jede von uns handelt jeden Tag. Das sind nicht, also natürlich sind die Strukturen da, aber innerhalb dieser bestehenden Strukturen entscheiden wir doch jeden Tag. Wir wählen jeden Tag. Wir wählen, was wir einkaufen, wir wählen, was für eine Arbeit wir machen, ob wir die Arbeit, die wir täglich machen, ob wir die weitermachen wollen. Also zumindest gibt es für jeden einen Spielraum. Wir wählen, wofür wir unser Geld ausgeben, wir wählen, welche Initiative wir unterstützen. Und ja, ich glaube, es wäre schon mal ganz wichtig, wenn wir uns dessen bewusst sind, wie viel wir in der Hand haben. Und wenn viele etwas tun und
Strömungen sind ja oft so, dass es nicht einzelne Menschen sind, die etwas empfinden. Wir spüren ja gerade, dass die Unzufriedenheit bei vielen ist. Also viele merken, es stimmt nicht, die große Kluft zwischen Arm und Reich. Wie wir mit der Umwelt umgehen, das ist eine Schande für Menschen, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Kindern, mit Familien umgehen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Punkte. Und ja, da liegen dann auch die Änderungsmöglichkeiten. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir das begreifen, dass wir selber die Akteure sind und dass wir uns zusammentun. Zusammen passiert dann mehr. Es gibt ja historische Beispiele, wie fließendes Geld funktioniert, eine Fülle. Und soweit ich weiß, hat jedes historische Beispiel bisher wirklich Wunder bewirkt, in ganz kurzer Zeit und so fort. Und ich bin überzeugt, das würde in Griechenland auch Wunder wirken, in ganz kurzer Zeit und so fort. Und wenn die anderen Euro-Länder das dann sehen würden und erlebt hätten und begleitet hätten und unterstützt hätten, dann würden die sagen, ja, warum machen wir das denn in Griechenland? Das kann man ja jetzt überall machen. Ich will Ihnen offen sagen, dass ich vor gut 10 Jahren das, was ich jetzt sage und erkannt habe, für Schwachsinn gehalten habe. Und zwar deshalb, weil ich studierter Volkswirt bin. Und der Thomas Kuhn ist ein großer Wissenschaftstheoretiker. Wissenschaftstheorie ist ein Zweig der Philosophie. Auch die formale Logik gehört dazu. Und der hat mit den Instrumenten der formalen Logik nachgewiesen, dass jede Wissenschaft auf Paradigmen aufbaut. Ein Paradigma ist eine Grundüberzeugung, etwas, was ich erstmal glauben muss. Das heißt, die Basis von jeder Wissenschaft ist etwas, was der Mann, der die Wissenschaft oder die Frau, die Wissenschaft betreibt, glauben muss. Und erst wenn dieser Glaubenssatz fest einzementiert ist, kann ich den Rest wissenschaftlich ableiten. Und wenn ich nicht geglaubt hätte, dass es zu unserem Finanzsystem in einer freien Marktwirtschaft keine Alternative gibt, dann hätte ich meine Prüfung nicht bestanden. Dann hätte ich nicht promovieren können, hätte ich nicht Professor werden können. Wäre alles nicht möglich gewesen. Und wenn man das ganze Leben auf diesen Glaubenssatz aufgebaut hat, der nicht beweisbar ist, den man einfach glauben muss, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Und das ist nicht nur beim Volkswirt so, das ist in allen anderen Fächern genauso. Ich will da jetzt nicht auf Details eingehen, aber das ist wirklich nachgewiesen. Wenn ich meine ganze Karriere da auch aufgebaut habe, ist es natürlich nach einigen Jahrzehnten schon nicht so einfach, mal hinter mich zu treten und zu sagen, habe ich eigentlich mein Leben lang nur Schwachsinn gedacht und geschrieben und veröffentlicht und gelehrt und unterrichtet und beraten. Und deshalb sind die ganzen Fachleute der Welt heute praktisch gefangen in ihren Denkschablonen. Und fast alle Regierungsberater der Welt sind in diesen Denkschablonen gefangen und beraten die Regierungen nach Glaubenssätzen, die nach der festen Überzeugung, die ich heute habe, überholt sind. Einmal ist es bewiesen, dass zum Beispiel das neoliberale Wirtschaftsmodell einen mathematischen Fehler hat. Da ist ein Ableitungsfehler ziemlich am Anfang drin. Dieser Ableitungsfehler ist in Mathematiklehrbüchern dargestellt. Mathematikstudenten lernen, dass das falsch ist, dass die Volkswirtschaftslehre falsch ist. In Volkswirtschaftslehrbüchern wird es einfach nicht zur Kenntnis genommen. Denn da müssten eigentlich die mächtigen Volkswirtschaftsordinarien kündigen oder müssten resignieren oder müssten sagen, okay, ich habe mich geirrt. Und vor allem die Regierungsberater müssten ihre Jobs aufgeben und dürften die Regierung nicht mehr so beraten, wie sie jetzt beraten wird. Denn wenn dieser mathematische Ableitungsfehler korrigiert wird, kommt ein völlig anderes Ergebnis raus. Dann kommt nicht mehr raus, dass das soziale Optimum durch totale Deregulierung entsteht, dass totale Privatisierung, dass völlig freier Markt das alles macht, da kommen völlig andere Dinge raus. Und diese Einsicht wird einfach totgeschwiegen, weil die Fachleute sie nicht wahrnehmen können. Sie sind einfach blind dafür. Und die Presse hört natürlich auf die Fachleute. Auf wen sollen sie sonst hören? Die können ja nicht auf Sie und mich hören, weil wir keine Wirtschaftsberater sind. Wir sind nicht in den Rat der Wirtschaftsweisen berufen. Und die Presse orientiert sich an denen, die formal die Lorbeeren haben und die formal die Qualifikation haben und eben einen Ruf haben aufgrund ihrer wissenschaftlichen Veröffentlichung, ihrer Arbeit.
Und das reproduziert sich ja immer. Und Max Planck, der große Physiker, hat ja deshalb auch gesagt, eine neue wissenschaftliche Wahrheit setzt sich nicht durch, indem die Vertreter der alten Wahrheit überzeugt werden, sondern weil die Vertreter, erst nachdem die Vertreter der alten Wahrheit ausgestorben sind. Da müssen wir noch lange warten natürlich. Und nur das Schlimme ist bei der Wirtschaft, in der Chemie kann man im Labor ein bisschen experimentieren, in der Physik gibt es ja auch Laborexperimente durchaus, auch wenn sie da viel teurer sind. Und in der Wirtschaft, wenn da experimentiert wird, was ja zurzeit mit uns allen geschieht auf der Welt, da hat das gleich Opfer. Und da gibt es ja heute, also in jeder Stunde, wir sitzen ja jetzt seit einer halben Stunde hier zusammen, in dieser halben Stunde sind auf der Welt 800 Menschen verhungert, regelrecht verhungert. Und die sind Opfer unseres Finanzsystems. Das ist letztlich Mord, nichts anderes. Und diese ganzen Opfer sind nur zu beklagen, nicht weil die nicht ernährt werden könnten, sondern weil unser Finanzsystem Ergebnisse produziert, die solche Auswirkungen haben. Unser Wirtschaftssystem erkläre ich, wenn ich mit Leuten rede, halt gerne auch am Monopoly-Beispiel. Und es ist ja so, Monopoly ist ein Spiel, da gibt es Regeln. Und es ist so, dass wir halt auch auf der Wirtschaftsebene, auf der gesellschaftlichen Ebene die Spielregeln festlegen. Wie wollen wir miteinander handeln, wie wollen wir miteinander umgehen, was für eine Politik machen wir und so weiter und so fort. Wenn hier jetzt keine Häuser wären, fängt jeder erstmal an mit der Motivation, wow, ich kann alles kaufen, ich kann alles machen, ich kann hier richtig, ich kann gewinnen und am besten hätte ich gern hier die zwei, drei Reihen, dann mache ich den meisten Umsatz, am besten auch die Bahnhöfe dazu, dann passt das. Das Problem ist halt, wenn ich heute mir die Gesellschaft angucke, dann sind wir nicht mehr am Anfang des Spiels. Also es ist eine Illusion, wenn wir sagen würden, wir kommen auf die Welt und jeder hat alle Möglichkeiten. Denn so ist es halt nicht. Wir sind halt auf einer Phase, das reicht ja eigentlich noch gar nicht, wo alle Häuser verkauft sind, alle Straßen sind, andersrum, alle Häuser sind gebaut, die Straßen sind drauf. Die meisten sind wahrscheinlich noch mit einer Hypothek belastet, wenn nicht fast alle. Und was die Leute im Moment machen, ist eins, sie versuchen halt Runde um Runde irgendwie durchzukommen, sind froh, wenn sie hier nicht noch auf dem Elektrizitätswerk mit einer Stromrechnung belastet werden und sind froh, wenn die irgendwo mal einen Platz haben zum Ruhen, vielleicht hier auf dem Gemeinschaftsfeld oder so. Und so ist es für die meisten heute auch schon. Also die meisten Menschen sagen, ich bin froh, wenn nicht noch eine Rechnung reinkommt, ich habe keine Lust auf die nächste Stromabrechnung, Gasabrechnung, wenn das Auto noch kaputt geht, dann ist sowieso alles, dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll, wie ich zur Arbeit komme und so weiter und so fort. Die rechtliche Situation hat sich in mehrfacher Hinsicht geändert. Also allein durch einen Beitritt zum Euro hat sich die Gesetzeslage schon mal grundlegend geändert, weil selbst unsere Nationalbank hat jetzt kein Banknotenmonopol mehr in dem Sinn. Und es ist halt so, dass jedes eurogedeckte Gutscheinsystem zum Beispiel voll regulär ist, gesetzlich gedeckt ist. Es gibt durch die Zahlungsmittelrichtlinie genau festgelegt, die ist 2009 eingeführt worden, was darf ich, wenn ich mich in dem Bereich bewege. Leistungsgedeckte Systeme, die jetzt nicht an den Euro gekoppelt sind, es ist alles möglich heute. Man muss nur eben aufpassen, man muss sich anschauen, wo gelten welche Gesetze, aber die Systeme, die heute arbeiten, die sind alle rechtlich legitim. Meine Damen und Herren, guten Abend. Oberhausen ist nicht pleite. Oberhausen ist nicht arm. Es ist gerade, ich weiß, wir wissen, dass wir vor 2 Wochen hier an dieser Stelle genau das behauptet haben, aber wir nehmen das zurück. Es ist genau dieses ständige Gerede von der Pleite, von den Schulden, vom Sparen, das den Blick darauf verstellt, dass es überall und im Überfluss Ressourcen gibt. Es ist genau wie die Banco Palmas sagt, es gibt keine von sich aus arme Region.
Und in diesem Sinne waren wir in den letzten 2 Wochen unterwegs, um den Reichtum Oberhausens zu erforschen. Meine Damen und Herren, die Ökonomie, das ist kein Naturgesetz. Die Regeln, die sind veränderlich und es gibt Fluchtwege aus der Verknappung. Um die Banco Palmas wieder zu zitieren, die sagt, ein Traum, den man alleine träumt, der bleibt ein Traum. Und ein Traum, den wir gemeinsam träumen, der wird Realität. Und Sie alle hier, ihr alle hier, habt in Oberhausen in den letzten 2 Wochen Geld gemacht. Ihr alle habt dazu beigetragen, dass Oberhausen in den letzten 2 Wochen die Taschen voller Kohle hatte. Und dafür wollen wir euch den höchsten Respekt aussprechen. Ich bekomme 20 Kohle, weil ich Omas Wäsche wasche. Ich bekomme 20 Kohlen fürs Straßenfegen. Ich bekomme 20 Kohle für die Erledigung meiner Steuererklärung. Wir haben 20 Kohle bekommen für die Diablo-Aufführung. Ich habe 20 Kohle bekommen, um zu schlafen, weil ich im Moment schwanger bin. Ich habe 20 Kohlen erhalten, um die Schwarzbank zu überfallen. Hallo, ich bin die 100. Kreditnehmerin gewesen und habe dafür 5 Kohle mehr bekommen. Ja, ich habe gerade 20 Kohle erworben. Damit gehe ich jetzt zu Frau Schlingensief, dass die auch sieht und mitkriegt endlich, dass die Sonne auf die Kohle drauf ist. Und ich bin überzeugt, dass die große Freude daran hat. Ich habe 20 Kohle dafür bekommen, dass ich eine Stunde lang die internationalen... Wegen des Streiks am kommenden Mittwoch in den städtischen Kindergärten betreuen wir Kinder, deren Eltern... Ich habe 20 Kohlen dafür bekommen, dass ich hier eine Stunde Ganesh-Unterricht gebe. Ja, also ich habe hier gerade auf der Bank 20 Kohlen bekommen und habe als Gegenleistung angeboten, eine Fahrgemeinschaft zu bilden mit meinem Firmenticket. Und zwar ist mir das aufgefallen, als eine Frau mit einem 50-Euro-Schein auf den Bus zukam und wurde nicht mitgenommen. Und daraufhin habe ich angeboten, sie mit meinem Firmenticket mitzunehmen. Das kann ich jeden Tag ab 19 Uhr machen und am Wochenende durchgehend. Und danach habe ich mich am Bahnhof hingestellt, als ich wieder an der Stärkrate fuhr, neben dem Geldautomaten, neben dem Fahrkartenautomaten, und habe die nächste Person darauf angesprochen, sie könnte sich das Geld sparen, sie kann kostenlos mit mir mitfahren an der Stärkrate. Und mit der Kohle, die ich hier bekommen habe, werde ich meinen Kollegen einladen, der sich für die Walter Mörser-Ausstellung interessiert. Hallo Oberhausen, ich bin die Maria. Ich bekomme Kohle dafür, damit ich singe und tanze hier auf der Marktstraße in Oberhausen. Ich freue mich schon. Ich habe 20 Kohle bekommen, dass ich morgens früh aufstehe für die Arbeit. Ich bekomme 20 Kohle für meine Beratertätigkeit, für meine beratende Funktion innerhalb des SPZ hier in Oberhausen. Ich habe 20 Kohle bekommen fürs Babysitten heute Abend. Das wird Spaß machen. Ich werde für 20 Kohle dem Druckluft helfen. Hallo, ich habe 20 Kohle bekommen für die Tätigkeit, meine Mutter einen Tag lang zu verwöhnen. Guten Tag, Lettke ist mein Name. Ich habe 20 Kohle bekommen, um in der Stadt spazieren zu gehen. Worauf ich sehr große Hoffnung setze, ist das, was wir in der letzten Zeit mit Commons-Bewegung bezeichnen. Also, dass immer mehr Leute von unten kommen, sagen, wir bilden Gemeinschaften, Gleichgesinnte, und wir wirtschaften auch zusammen. Im Übrigen auch die Regionalgeldgeschichten sind für mich so ein Teil der Commons-Bewegung. Hier wird auch Bewusstsein geschaffen, auch zivilgesellschaftliches Bewusstsein geschaffen. Wir haben einfach in den letzten 125 Jahren nicht nur die industrielle Revolution gehabt, wir haben eben auch ganz viele sozial-politische Umbrüche gehabt, die ich gut finde. Das ist ja prima, wenn es allen Menschen gut geht und es den Menschen, die vorher unterdrückt waren, jetzt besser geht. Das ist super. Wir haben aber vergessen, das in unser Sozialsystem mit einzubeziehen. Wir sind immer noch ausschließlich darauf ausgerichtet, Erwerbsarbeit ist das, was du brauchst, um Einkommen zu erzielen. Und ich möchte so gerne Einkommen und Arbeit voneinander trennen. Arbeit ist auch das, was eine Frau zu Hause tut. Arbeit ist auch das, was der ehrenamtliche Rentner in seinem Nachbarschaftshilfeverein tut. Das ist auch Arbeit. Arbeit ist sogar, wenn ein Jugendlicher nach der Schule am Computer sitzt und wir wissen vielleicht gar nicht, was er da tut.
Aber gibt man diesem Jugendlichen ein paar Jahre, hat er vielleicht die Fähigkeit entwickelt, Programme zu konstruieren, die man ansonsten erst über viele Jahre Studium an der Universität erst zustande bringt. Vielleicht hat dieser Jugendliche oder das Mädel eine besondere soziale Kompetenz entwickelt. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die ich alle gar nicht aufzählen kann, wo man ganz klar sagen kann, es war schon immer so, die Menschen, die besonders viel Vertrauen entgegengebracht bekamen, bereits in der Jugend, die von vornherein gut gefördert wurden, sei es mit Aufmerksamkeit, das muss nicht immer Geld kosten, aber eben manchmal kostet es auch Geld, sei es mit der besonderen Möglichkeit, zum Beispiel in einen Verein eintreten zu können und dort einer bestimmten Sportart nachzugehen oder. Das Spannende ist, dass diese Menschen genau die sind, die meistens dann im späteren Verlauf des Lebens auch die sogenannten Leistungsträger werden. Auch ein ganz fieser Begriff, denn das impliziert ja, dass die anderen, die diese Hochleistungen nicht erbringen, keine Leistungsträger wären. Man übersieht, dass das die Menschen sind, die aber die tagtägliche Arbeit vollbringen. Die Bäckerin, die jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen muss und da steht und die Brötchen über die Theke reicht und mit 900 Euro im Monat abgespeist wird, obwohl sie ihren Fulltime-Job hat und sogar auch noch darüber hinaus Zeit erbringen muss. Das sind alles so Fragen der Wertschätzung. Wir vergessen eigentlich oft eine Sache, nämlich, dass Geld in sich nicht böse ist, nicht negativ ist, sondern es ist neutral. Es ist einfach. Und interessant ist, wenn man erkennt, dass hinter dem Geld immer Menschen sind. Und Menschen haben in irgendeiner Form Ideen, Vorstellungen, einen Charakter. Und diese bringen im Grunde genommen dieses Geld in Bewegung. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wo es hinfließt. Ja, es gibt einen Weg, wo es eher das Leben zerstört oder behindert. Und dann gibt es einen anderen Weg, da beginnt das Geld sehr positiv zu wirken, wo Dinge letzten Endes florieren, wachsen und sich entwickeln können. Und dahinter steckt letzten Endes immer der Mensch. Und bei den ganzen Diskussionen über alternative Währungssysteme, was ich absolut auch befürworten kann, auf allen Ebenen, wird das gerne vergessen. Warum engagiere ich mich so leidenschaftlich für diese Veränderungen im Geldsystem? Und meine Motivation ist, dass ich eines Tages ein gesundes Geldsystem haben möchte, wo ich sparen kann und wenn ich genug gespart habe, dass ich das vergessen kann, dass ich dann die Dinge machen kann, die in meinem Leben wirklich zählen. Also Reisen machen, Kunst und künstlerische mich betätigen und schreiben und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es ganz wenige Menschen nur gibt, die sozusagen an diesen Börsenspielen ihren Spaß haben und da jeden Tag die Börsenkurse lesen, um zu gucken, wo kann ich noch gewinnen. Es wird immer Spielernaturen geben und die sollen auch ihre Spekulationsbereiche behalten. Und ich habe nichts dagegen, wenn diese Spekulationsbereiche Dinge betreffen, die niemand zum Leben braucht. Also Briefmarken, antike Möbel oder sowas braucht kein Mensch zum Leben. Aber was wir zum Leben brauchen, ist Geld. Was wir zum Leben brauchen, ist Wasser, ist Energie und ist Nahrung. Und diese Bereiche würde ich gerne, dass da die Spekulation so weit wie möglich rausgehalten wird und dass es regional organisiert wird. Das heißt, auch dem Einfluss der Menschen in der Region untersteht, dass das in einer Art und Weise geschieht, die nachhaltig ist. Und also ein nachhaltiges, ein stabiles Geldsystem, ein gerechtes Geldsystem, also all die Dinge, die heute die Welt ruinieren, wie die Ausbeutung der Natur und die ungerechte Verteilung der Ressourcen und des Zugangs zu Ressourcen über die ungerechte Verteilung des Geldes in der Welt, die werden wir nur lösen können mit anderen Geldsystemen. Und das ist der einzige Grund, warum ich das wichtig finde. Und nachdem ich vor 30 Jahren feststellte, als ökologische Architektin, dass es sehr viele Architekten gab, die dann auch die ökologischen Details und die ökologischen Bauweisen propagierten und durchsetzen konnten.
aber wenig Leute gab, die sich um das Geldthema gekümmert haben, dann habe ich einfach gesagt, okay, dann nehme ich das Thema und probiere da so weit wie möglich etwas zu verändern. Und im Laufe der 30 Jahre habe ich eben mehr und mehr begriffen, dass es tatsächlich Leute braucht, die nicht Fachleute sind. Also Sie müssen sich vorstellen, dass der Zins, den ich also als das zentrale Problem unseres heutigen Geldsystems sehe, das ist, den zu akzeptieren, ist die Eingangsvoraussetzung, unter der man überhaupt nur Ökonomie studieren kann. Wenn Sie das nicht akzeptieren, dann können Sie nicht Ökonomie studieren, weil es ist die Grundlage sämtlicher Modelle, sämtlicher Berechnungen und so weiter. Wenn Sie in eine Bank kommen und eine Banklehre machen wollen und sagen, das ist alles schön, was Sie machen, aber das mit dem Zins, das müssen wir vielleicht nochmal neu durchdenken, dann sind Sie am nächsten Tag auf der Straße. Das heißt, Sie können sich als Fachmann überhaupt nicht erlauben oder konnten sich nicht erlauben. Es fängt jetzt langsam an, dass sich auch Fachleute erlauben, auf die Grundproblematik hinzuweisen. Aber es sind noch relativ wenige. Und die große Menge, die jetzt die Regierungen berät und die Menschen beraten, die können sich überhaupt nicht erlauben, dieses Thema aufzugreifen und wirklich in seiner ganzen Destruktivität darzustellen. Weil das ist einfach, die Zeitungen bringen es nicht, also die Medien richten sich natürlich auch danach, was der Mainstream verlangt. Ja. Was braucht es eigentlich? Also es braucht aus meiner Sicht mehr und mehr Menschen, die sich mit den Grundlagen auseinandersetzen, neue Wege erkunden, unterstützen. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, es braucht auch tatsächlich altes Geld, um neues Geld einzuführen. Also wir brauchen, bis jetzt haben wir zum Beispiel in der Regionalgeldszene, in den Gruppen, die das machen, das geschieht alles ehrenamtlich. Da verbringen Leute ihre gesamte Freizeit über Jahre, um nachzuweisen, dass eben so ein Geldsystem funktionieren kann. Und das kann man mal 3 und 4 und 5 Jahre machen, aber irgendwann sagt dann die Familie, also jetzt entweder du bleibst jetzt mal zu Hause oder wir lassen uns scheiden. Und das heißt, was wir bräuchten, wären wirklich mehr Menschen, die auch Geld investieren, um diese stabilen, nachhaltigen Geldsysteme einzuführen. Und es kommt aber Gott sei Dank mehr und mehr dazu, dass auch gerade junge Menschen sich fragen, wie können wir diese ganzen Widersprüche unseres Systems lösen, weil wo man hinschaut, Widersprüche, ja, also wie kann man Banken retten, indem man mehr Schulden aufnimmt? Es ist dermaßen verkorkst, die ganze Situation, dass selbst langsam die Dümmsten sozusagen oder die uninformiertesten Leute merken, also irgendwas muss sich ja wohl grundsätzlich ändern, sonst kommen wir aus diesem Schlamassel nicht mehr raus. Sind halt keine schnöden Euros. Da sind so Motive drauf, die haben wir mit Menschen erarbeitet. Da sind Motive drauf in Gebäuden, die von Menschen erarbeitet wurden. Das ist Geschichte. Es haben ganz viele Leute sich bemüht, dass das akzeptiert wird, dass man morgen will. Es steckt so viel darin und wenn dieser ganze Haufen jetzt 3-4 Mal in Umlauf geht, sorgt das für den Erhalt einer Bibliothek. Es ist so viel mehr als ein Euro. Das macht mich schon froh.
ersten Wochen, wo ich für mich entschieden habe, ich will meinen Beitrag leisten, am meisten aufgeregt hat, war, ich habe nichts im Internet gefunden, wo ich einfach, da wo ich bin, mit der nötigsten Kraft irgendwas bewegen kann. Und das ist vielleicht die große Heldentat derjenigen, die sich da aufgemacht haben und jetzt in Köthen sitzen und anderswo sitzen. Es geht gar nicht darum, sich rauszunehmen aus dem beruflichen Alltag und das, was man jetzt macht, aufzugeben oder sonst was. Ich glaube, wir brauchen Modelle für jeden Menschen, der sagt, ich will meinen Beitrag leisten und ich will für ein gerechteres System eintreten. Es muss für jeden eine Möglichkeit geben, sich einzubringen. Und die sollten nicht alles nachmachen müssen, was wir jetzt gemacht haben oder alles machen müssen, was wir gemacht haben. Es war, ich hätte mir so gewünscht damals, dass irgendeine Gruppierung da ist, eine Organisation, die sagt, du musst nicht Mitglied bei uns werden, du musst nicht unseren Vereinsnamen tragen oder was auch immer, du musst nur wollen und du musst nur das machen, worauf du Lust hast, aber Bedingung ist, mach's jetzt. Und sowas gab's nicht. Und ich glaube, da sind wir jetzt hingekommen. Was wir machen, ist ganz einfach. Wir bauen rundum Sorglospakete, also und zeigen, dass es möglich ist. Also wir wenden es selber an. Nehmen wir das Beispiel Regionalgeld. Wir machen es einfach und bauen ein Modul, wie man es nachmachen kann und trotzdem noch seinem gewöhnlichen Leben nachgehen kann. Also vieles ändert sich nicht. Man kann ein Wirtschaftssystem tatsächlich mit kaum mehr Aufwand mitverändern, seinen Beitrag mitleisten. Manuel Schürmann ist mein Name. Ich bin 24 Jahre alt. Bin seit Anfang an dabei bei Global Change Now. Und ja, wie hat sich das entwickelt damals? Ich war tätig in der Bank als Banker, ganz klassisch Spar- und Kreditprodukte verkauft, Versicherungen und das Ganze drumherum. Und dann kam die Finanzmarktkrise 2008 und das war so mein erster Anlass, wo ich gedacht habe, irgendwas mit dem Gesamtsystem muss nicht oder kann gar nicht richtig sein. Und ich habe dann gesagt, ich informiere mich erstmal selber privat, was passiert außerhalb der Bank, und das habe ich getan. Bin dann durch ein, zwei große Zufälle aufs Geldsystem aufmerksam geworden und das hat mich leider nicht mehr losgelassen. Also ich bin der Nikolas Kirmse, ich bin 21 Jahre alt und komme eigentlich aus Köln. Ich bin Alexander Nabert. Ich bin 20 Jahre alt, studiere in Greifswald Politikwissenschaften und Wirtschaft. Du kannst keine Probleme bekämpfen, wenn du nicht weißt, wie das System funktioniert. Genau wie das ist übertragbar auf den Menschen. Du kannst nicht Symptome nur bekämpfen, das bringt nichts. Und hatte dann diesen großen Wunsch, irgendwie die Welt besser zu machen, weil ich dachte so, okay, es gibt nicht nur mich, sondern es ist so eine Welt um mich rum. Die ist einfach scheiße. Und dann habe ich ohne Scheiß, ungelogen, Welt verbessern bei YouTube eingegeben, weil ich einfach gar nichts wusste und bin durch so einen total komischen XY-Link dann irgendwann auf so einem YouTube-Video gelandet vom Manuel. Erstmal bin ich pessimistisch. Ich glaube, wir können erstmal gar nichts verändern. Tatsächlich haben wir aber so viel geschafft inzwischen, dass ich denke, es steht alles offen. Ich weiß nicht, wo es hingehen wird, aber der Grund, warum ich das mache, war anfangs ganz verrückt. Ich habe mich mit diesem Geldsystem, Zinssystem auseinandergesetzt und ich weiß nicht, wenn man vor die Tür geht und man denkt sich, das macht alles keinen Sinn, was hier gerade passiert. Wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass alles besser sein könnte, dass die Leute es nicht so schwierig haben müssten, dass um mich herum wahrscheinlich keiner gerade sieht, was hier passiert. Ich habe es schon mal erzählt, das ist tatsächlich für mich gewesen. Also wenn man das inhaltlich so in der Tiefe wirklich sich damit beschäftigt, und das muss man im Eigenstudium machen, dann kann man das entweder ganz schrecklich finden, was da steht, oder man kann sich ernsthaft die Frage stellen, stimmt das?
Und wenn das stimmt, dann erschüttert das alles. Was habt ihr denn gemacht? Eingepackt. Alles gut? Ich muss jetzt die Eizelle sichern. Ich hatte endlich eine Erklärung dafür, warum unsere Volkswirtschaften dauernd wachsen müssen. Ich hatte ja den Nachkriegsaufschwung erlebt. Ich war ja, als ich aus russischer Gefangenschaft kam, war ich 25 und habe seit 48 praktisch gearbeitet dann. Und habe dieses Wirtschaftswunder erlebt mit hohen Wachstumsraten von etwa 8% pro Jahr. Und habe mir dann manchmal gefragt, wie kann sowas ständig weitergehen? Irgendwie die Erde ist begrenzt, die Ressourcen sind begrenzt. Irgendwann müsste man doch dieses Wachstum abbremsen. Wobei man natürlich die Grenzen verschieden einschätzen kann, aber irgendwann ist es so weit gediehen, dass allein die Belastungseffekte, die aus dem immer größeren Verbrauch resultieren, schon zerstörerisch wirken. Nicht nur der Verbrauch selber, sondern auch die daraus ausgelösten Belastungen. Und ich war in den frühen 70er Jahren, in der frühen Umweltbewegung mit aktiv. Habe dann auch 80 die Grünen mitgegründet und mir lag sehr daran zu klären, warum wir eigentlich ständig wachsen müssen, obwohl wir alle inzwischen genug hatten, mehr als genug, die Schränke quollen schon über teilweise, wir mussten schon wegwerfen die Dinge, um neue wieder in den Schrank hängen zu können. Es gab damals nicht nur, nach dem Krieg gab es zuerst eine Fresswelle, hat man so bezeichnet, erstmal so einen Bauch voll haben. Dann gab es die Kleiderwelle, Klamottenwelle, da gab es die Wohnwelle. Als wir dann aber in den 60er Jahren bereits mehr Wohnraum hatten, als wir vor dem Krieg hatten, trotz der Zerstörungen, konnte man die Frage stellen, warum noch mehr? Immer mehr Häuser bauen. Genügen die Räumlichkeiten, die wir haben, nicht? So. Und diese Entwicklungen haben mich nachdenklich gemacht. Und hier fand ich jetzt im Geldbereich eine Erklärung dafür, warum wir trotz gesättigter Märkte weitgehend immer noch weiter wachsen müssen. Das also war mir nicht klar, dass das unbedingt mit dem Geld zusammenhing. Sondern das kam erst durch die Erkenntnis, dass dieser Verdopplungsprozess im Geld unnatürlich ist und deswegen irgendwie sich selbst zerstören muss. Und dieser Prozess trat erst nach dem Krieg ein, nachdem wir materiell gesehen schon mehr hatten wieder als vorher. Also die erste Idee, die ich hätte, wäre, guckt euch die Widersprüche an im heutigen System und versucht diese Widersprüche und versucht Lösungen zu finden für diese Widersprüche. Und da gibt es eine ganze Reihe von Lösungen, die heutzutage meines Erachtens wichtig sind im Finanzsystem, in unser Gesellschaftssystem, in der Art und Weise, wie wir leben, wirtschaften, bauen, Erziehung und so weiter. Es gibt auf ganz vielen Gebieten heutzutage eine Notwendigkeit, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Also wir haben kein Gesundheitssystem, wir haben ein Krankheitssystem, wir haben kein Bildungssystem, wir haben ein Unbildungssystem. Wir haben eigentlich kein soziales System, sondern wir sind irgendwo in eine Sackgasse geraten, wo zum Beispiel der Unterschied zwischen Arm und Reich täglich größer wird. Und alle diese Dinge haben aus meiner Sicht einen Kern im Geldsystem. Alle diese großen Veränderungen. Und dieser Kern im Geldsystem ist, also wenn man es auf einen ganz einfachen Nenner bringen will, ist das exponentielle Wachstum des Zinses mit Zins und Zinseszins. Und dieses exponentielle Wachstum ist den meisten Menschen nicht verständlich. Ich habe ein Beispiel, was ich immer wieder benutze, um klarzumachen, dass wir exponentielles Wachstum nicht verstehen. Und das ist, wenn Sie die Wahl hätten zwischen einem 10.000 Euro pro Woche für ein Jahr, Ihr Chef sagt Ihnen, Sie können wählen, oder einen Cent in der ersten Woche und das Doppelte in jeder folgenden Woche für 52 Wochen, was würden Sie wählen? Und
dann wissen mal die meisten schon, naja, mit dem exponentiellen Wachstum, das geht da irgendwie sehr schnell. Vielleicht ist das doch die bessere Lösung. Aber kein Mensch versteht, was bei der 52. Woche rauskommt. Also man kann es weder intuitiv erfassen, noch kann man es schnell rechnen. Bei den 10.000 Euro pro Woche mal 52 Wochen, 520.000 Euro, versteht jeder sofort. Aber dass bei der zweiten Alternative 45 Billionen Euro rauskommen, also da zwei Drittel des gesamten Bruttosozialprodukts der Welt, das kann niemand intuitiv und rechnerisch schnell erfassen. Das heißt, dieses exponentielle Wachstum über den Zins und Zinseszins hat uns jetzt weltweit in die Situation gebracht, in der wir sind, dass wir Billionen von Euros und Dollars in Derivaten haben, die um die Welt herum gejagt werden in unserem heutigen Geldsystem. Wir haben das effizienteste Geldsystem. Aber was wir brauchen, ist eine Vielfalt von Geldsystemen. Das ist ähnlich wie beim Monokulturwald. Der Monokulturwald ist hocheffizient, aber der Polykulturwald ist der stabilere. Das heißt, wir brauchen auch statt unserer Monokultur des Geldes eine Polykultur des Geldes mit vielen Währungen, die für verschiedene Zwecke dienlich sind. Also ich würde versuchen, den Leuten klarzumachen, dass wir eine vollkommen falsche Perzeption von dem haben, wie wir als Gesellschaft gerade dastehen. Wir meinen, wir leben in einem Zeitalter der Aufklärung, wir hätten unwahrscheinlich viel Fortschritte gemacht gegenüber früheren Jahrhunderten und so weiter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn spätere Generationen mal auf dieses Jahrhundert, auf das letzte Jahrhundert, sowieso Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, zurückschauen, dass man sagt, das war eines der barbarischsten Zeitalter, die es jemals gegeben hat. Ich hatte vorhin darüber gesprochen, wie viele Millionen Menschen jedes Jahr grippieren, wie viele tausende Kinder jeden Tag grippieren. Dass dann die Frage kommen wird, warum habt ihr nichts dagegen getan? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Genauso wie unsere Großväter oder Väter damals diese Frage gestellt bekommen haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man uns diese Frage genauso stellt. Einmal, was den Verlust an Menschen angeht, aber auch den Verlust an Ressourcen, an Lebensgrundlagen. Es ist eine Raubtierökonomie, in der wir uns im Augenblick befinden. Es ist keinesfalls eine Demokratie, auch in westlichen Staaten, die wir uns da als Organisationsform gegeben haben. Und da denke ich, da muss einiges an Umdenken noch geschehen. Ich fange an mit einem paar Lieder aus Irland. Halbe Stunde noch. Wir sind ganz kurz davor, dass die Gäste kommen. Wir sind inzwischen 8 bis 10 Leute, die nur die Vorbereitung machen. Und wir sind gespannt. Die Händler sind eingeladen, die jetzt beim Regiogeld Luzitaner mitmachen wollen in der Kongresswoche. Viel vorbereitet, Canapés, Getränke und so weiter und so fort. Und wir schauen mal, entweder es kommen nur 5 oder 20 oder 40. Wir haben für bis zu 30 geplant. Also wenn es 5 werden, dann haben wir einen sehr schönen Abend im Team heute. Das sieht dann schlecht aus, nicht gut. Und wir hätten ein bisschen Sorgen, was die Nutzerteile angeht demnächst. Schaufenster und Töngedacht der
Gewerbetreibende. Ich glaube, die Resonanz war gut von denen, die da waren, tatsächlich. Die haben auch gemerkt, dass zu wenig Leute da waren, aber ich glaube, die Veranstaltung an sich war ganz gut abgelaufen, waren einige interessierte Fragen, also die Resonanz habe ich bekommen, dass die, die da waren, gute Fragen gestellt haben und interessiert waren und ja, hätte schlimmer sein können, was das angeht, aber die Gäste waren halt ein bisschen ausbleibend. Ja. Das, was wir heute gar nicht erzählen können, den Gewerbetreibenden, weil es einfach nicht richtig und nicht seriös rüberkommt. Aber es ist unglaublich, was für eine Tragweite ein funktionierendes Regiogeld in der Region haben kann. Dadurch, dass die Kaufkraft in diesen Scheinen quasi eingesperrt ist und es immer in der Region bleibt und die Umlaufgeschwindigkeit von jedem Schein, eigentlich musste ich diesen theoretischen Quatsch erzählen. Also, wenn ein Großteil einer Region da mitmacht, dann blühen die Geschäfte, dann blühen Arbeitsplätze, dann blüht die Identität der Region, da blüht alles. Und das würde ich gern jetzt schon den Gewerbetreibenden heute erzählen, aber das kann ich nicht erzählen, weil die haben genug von blühenden Landschaften und Arbeitslosenzahlen, die sich halbieren, gehört. Deswegen müssen wir mit kleinen Schritten hier vorangehen und einfach das erfolgreichste Regiogeld Deutschlands hier aufbauen. Also wir haben gegenwärtig 30 umlaufende Regionalgelder, wovon 10 natürlich schon intensiver bekannt sind. Bremer Roland, Chiemgauer sind bekannt, der Regio im Oberland, der Regio in Ost- und Mitteldeutschland, um einige zu nennen. Und es sind noch ca. 30 in Vorbereitung. Also für die Akzeptanz in der Bevölkerung bedarf es sicher wesentlich mehr wie nur einer kleinen Gruppe, die aktiv die Sache betreibt. Man braucht sicher etablierte Sparkassen, Volksbanken dazu, die solche Systeme mit unterstützen. Und was ich denke, was noch viel wichtiger ist, es bedarf eines politischen Interesses in diesem Lande, an diesem Geldsystem etwas verändern zu wollen. Aber solange die Profiteure dieses Geldsystems, klassische Geschäftsbanken und Politiker, eben noch genug Raum haben, um sich daran zu bereichern, an diesem Geldsystem, hat diese Klasse kein politisches Interesse daran, solche Regionalgelder, Demokratisierung des Geldes, Gemeinwohlorientierung umzusetzen. Also über 90% der Bevölkerung sollten eigentlich ein Interesse haben an einem gemeinwohlorientierten Geldsystem, weil nämlich alle, die heute Verlierer des Zinssystems sind, sollten eigentlich aufstehen und sagen, wir wollen etwas anderes im Sinne einer Volksabstimmung, eines Volksbegehrens oder gegebenenfalls mit den Füßen und den Händen einfach ein Zweitgeld in ihr Portemonnaie legen. Ja, man kann solche Projekte wie den Luzetaler hier in Köthen natürlich starten. Man kann solche Projekte überall in der Bundesrepublik selbst starten. Das ist Bewegung von unten, Graswurzelarbeit, völlig klar. Das ist der Weg, der ja gegenwärtig in der Bundesrepublik beschritten wird. Also es beginnt sicher bei denen, die den größten Druck gegenwärtig haben. Dort ist ein guter Anlass. Ansonsten sind natürlich Kinder im Bildungswege, eigentlich sollten sie konfrontiert mit dem Thema Geld im Sozialunterricht, im Wirtschaftskundeunterricht, im Ethikunterricht, dort wird das Thema behandelt, aber leider mit der Dogmatik des bestehenden Staates, also sprich alternative Ideen, komplementäre Gelder kommen in den Unterrichtsmaterialien überhaupt nicht vor. Man muss sich vorstellen, dass es einen langen Kampf bedurfte, um überhaupt den Gedanken von Nachhaltigkeit, von Gemeinwohlökonomie in Grundschullehrplänen in Sachsen-Anhalt zu bekommen. Und so verhält sich das, glaube ich, noch viel schwieriger in Gymnasien oder sogar in Universitäten, das in den Bildungsweg zu implementieren. Wir hatten beim Chiemgau sogar ein Schulprojekt. Der Chiemgau, eigentlich das berühmteste Regionalgeld in der Bundesrepublik, ist von Schülern gestartet worden, von Jugendlichen, die einfach Spaß und Freude an gesellschaftlicher Veränderung hatten.
Also sicher, wir brauchen verschiedene Medien, die heute auch genutzt werden in der Realwirtschaft. Online-Marktplätze gehören ja dazu. Ein Großteil von Umsätzen werden online heute realisiert. Man braucht diese Marktplätze natürlich, um auch komplementären Geld bezahlen zu können. Also wir können uns von der Realwirtschaft nicht abkoppeln und sagen, wir wollen bloß noch beim Bäcker oder beim Fleischer vor Ort einkaufen. Viele der Umsätze gehen online und dazu bedarf es Online-Systeme, die komplementär Geld akzeptieren, bei denen das einsetzbar ist. Wir haben solche komplementären Ansätze ja bereits mit verschiedenen Konzerngeldern. Das heißt, wir können ja heute schon mit Bonuspunkten bei der Bahn Tickets kaufen. Wir bezahlen also auch unser Bahnticket und unser Hotel eventuell nicht mehr mit Euro, sondern mit Bahn-Bonus-Komfortpunkten. Das ist schon längst Zweitgeld, aber das nutzt ein Konzern und das nutzt nicht zwingend die Menschen vor Ort. Also wir finden bei Regionalgeld mittlerweile alles. Wir haben in der Region um den Chiemsee herum bereits eigene EC-ähnliche Karten im Umlauf. Wir haben Online-Banking bereits, wir haben Handy-Banking. Also es gibt nichts, was es in der modernen Geldwirtschaft nicht gibt. Das hat alles auch schon Regiogeld. Und eins ist sicher, es gab bislang noch keine Fälschung in diesen Bereichen bei uns. Are we, for now, this is a completely working site up to what we have done now. And there's still a lot more to be done to implement the GCN concept into this. They have come up with some genius ideas how to come up with this Geld system. So they want to include the regional money in it, and they want to create an online transaction with regional monies instead of like paying through PayPal or something. It's the similar way, but you pay it with regional money. So there's a lot more concepts to come along with this. Here, if you see, it says welcome guest, and once you have logged in, it'll say welcome Roland or welcome Nistel or welcome Matthias. So it'll just give the name, and what this does is it creates an account sort of thing to give them a personal account, which says like to get minutos. If we say we have about say we shop for 500 euros or 500 Lutzatala, and we say okay, we'll give you about 50 minutos or something like this, and we can also give a fixed minutos. When this is complete, you can trade the minutos to buy something, or you can use it to get a service. The service page is you can get things done for your place, like finding an electrician or building a building, or getting a carpenter, something like this. These are the categories: the electronics, books, antiques, arts, and so on. There is also a filter which can say, which you can directly go to, and then say, for example, music, and then just type in the keyword. It'll search for the same thing, and you have the product up front. Also, and this is the bar which is included to say whether you want it for regional money. If you want to see only things which are offered in Lutzatala, or only the things which are offered in the other, or minutos too, for example, or any other regional money, you can say, okay, I want to look only for that. And if you say that, if you just select which money you have and then search in, or it'll just show you the products which accept Lutzatala or the regional money. E vocês, os donos das lojas, estão sendo uma peça fundamental quando passaram a aceitar o Kohle. Und ihr, die Ladenbesitzer, habt eine entscheidende Rolle gespielt dabei, indem ihr die Kohle akzeptiert habt. Através da atitude que vocês tiveram, quando vocês aceitaram o Kohle, vocês quebraram todas as barreiras do preconceito, do medo, e agora estão todos unidos. Indem ihr die Kohle akzeptiert habt, habt ihr bestimmte Barrieren gelöst. Ängste, Vorurteile wurden gelöst, die Menschen sind aufeinander zugegangen. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Wir wissen, dass es schwierig ist, aber es ist nicht unmöglich. E qual o futuro do Kohle?
Und was wird die Zukunft der Kohle sein? Vocês já começaram, deram os primeiros passos. Ihr seid schon die ersten Schritte gegangen. Quando nós começamos no Conjunto Palmeiras, era apenas projeto pequeno. E não deu certo, porque faltava mais pessoas se envolver. Als wir im Conjunto Palmeiras begannen, war es ein kleines Projekt. Und es hat nicht funktioniert, weil sich nicht genügend Leute beteiligt haben. Então, avançamos para projeto maior, envolvendo todos os moradores, comerciantes e instituições do bairro. Also haben wir das Projekt größer gemacht, indem wir alle Bewohner eingeladen haben, alle Ladenbesitzer und alle Institutionen des Viertels. Quando uma coisa é pequena e não funciona, tem que se fazer maior. Wenn etwas Kleines nicht funktioniert, muss man es größer machen. Quando iniciamos o Banco Palmas, depois do primeiro dia, fomos à falência. Tínhamos apenas R$2.000 para emprestar à comunidade. Bei der Gründung des Banco Palmas waren wir nach dem ersten Tag pleite. Wir hatten nur R$2.000, die wir so an der Bevölkerung ausgeben konnten. Não desanimamos e continuamos o projeto. Fomos atrás de novos recursos para ampliar os nossos créditos. Wir haben nicht aufgegeben und wir haben nach neuen Partnern gesucht, nach neuen Mitteln, damit wir auch diese Kredite dann weitergeben konnten. Ainda enfrentamos problemas com o Banco Central do Brasil. Fomos processados. Disseram-nos que não podia criar o nosso próprio dinheiro. Es gab auch noch weitere Probleme, zum Beispiel mit der Nationalbank von Brasilien. Wir wurden verklagt, weil sie meinten, wir könnten nicht einfach unser eigenes Geld herstellen. Mostramos para eles que não era só dinheiro, era uma estratégia de desenvolvimento. Mostramos isso com os nossos cursos que beneficiavam a nossa comunidade. Wir haben ihnen gezeigt, dass es nicht einfach Geld war, es war mehr. Es steckte mehr dahinter. Dadurch, dass wir Kurse angeboten haben, dass wir in anderen Bereichen investiert haben, in Ausbildung und so weiter, konnten wir unserem Viertel zugute helfen. Die Ausbildung, die dort reingeflossen ist, kam der gesamten Gesellschaft zugute. Fomos absolvidos e o Banco Central não viu nenhum problema com a circulação da moeda Palmas. Nachdem die Nationalbank sich das etwas näher angeschaut hatte, war sie damit einverstanden und hat die Prozessklage dann davon abgehalten. Não paramos na primeira dificuldade. Tudo isto nos tornou fortes. O nosso trabalho vem sendo desenvolvido há 14 anos no Conjunto Palmeiras. Wir sind nicht bei der ersten Schwierigkeit zusammengebrochen. Wir haben einfach viele Probleme überwinden müssen. Der Prozess hat über 14 Jahre angedauert und dauert noch an. Und wir sehen gute Dinge, dass es ein sehr großer Erfolg werden wird. Desejamos muita sorte e perseverança para o futuro de Oberhausen. Wir wünschen Oberhausen viel Glück und, genau wie wir, eine große Ausdauer. Oder? Ja, du triffst uns in einem Moment, des Trennungsschmerzes. Schon so sehr viel Arbeit gewesen. Aber wir haben halt einfach sehr, sehr viele Leute getroffen. Also wir haben bestimmt mit 1000 Leuten gesprochen in den letzten 2 Wochen. Und die meisten von denen erzählen ja irgendwas aus ihrem Leben. Also im Projekt geht es ja dann oft auch darum zuzuhören. Leuten bei ihrer Lebensgeschichte zuzuhören. Und natürlich gibt es auch eine gewisse Verantwortung. Also Leute erzählen dir ihre Geschichte, sie machen was, sie tragen irgendwie bei zu dem Projekt. Sind ja ganz wichtige Beteiligte und dann will man auch, dass die gut dastehen, also dass es gewürdigt wird. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel diese Dokumentationswand, die zeigt auch einfach, wie ernst die Leute das genommen haben. Und dass sie auch alle, also das war ja sozusagen eine Bedingung, die Leute mussten uns ja nicht die Kohle zurückzahlen, sondern sie mussten die Tätigkeit, für die wir sie bezahlt haben, dokumentieren. Und das haben auch wirklich, also fast alle, würde ich sagen, gemacht. Wir haben Briefe bekommen, E-Mails viele und manche sind halt extra wieder hier hingekommen und haben uns gebracht. Dieser Prozess, ich weiß auch nicht, also es hat einfach funktioniert, dass man irgendwie
über so einen Prozess des Klinkenputzens und erstmal der Hoffnung, dass da vielleicht 15 Geschäftspartner mitkommen zu dem Punkt, wo es ein Selbstläufer wird und wir über 80 haben und es wäre weitergegangen. Wir haben bis zum letzten Tag irgendwie noch, wir haben erfahren, dass Leute Kohle annehmen, von denen wir gar nichts wussten. Wir haben rausgefunden, dass Leute Blumen gekauft haben am Markt für Kohle, dass irgendwie Leute Eis gekauft haben und wir hatten davon keine Ahnung. Also für mich war ja auch, dass also eins der wichtigsten Dinge an diesem Projekt war die Zusammenarbeit mit Brasilien und Banco Palmas. Und dann wär meine Zukunftsvision, dass wir gar nicht mehr fragen müssen, wie sieht die Zukunft für dieses Land aus, sondern dass wir uns halt alle transnational miteinander vernetzt haben. Und vielleicht das auch über Regionalwährungen. Also, weil die Kohle können wir ja jetzt schon in den Palmas umtauschen. Und wenn wir das weiter tun können, das würde ich sehr gut finden. É até interessante que quando nós chegamos aqui, a gente não via problemas. Eu conversava com a Manu, disse, Manu, qual o problema dessa comunidade? Qual o problema dessa cidade? A gente via casas bonitas, com carros em frente, lojas grandes. E qual o problema? Com o passar dos dias da nossa estadia aqui, fomos percebendo que o problema estava nas pessoas. Elas não tinham mais nenhuma esperança de vida. Elas estavam totalmente desacreditadas. Por quê? Porque as indústrias que a empregavam foram todas fechadas. E para elas não existia mais uma esperança, não existia mais um amanhã. E esse projeto do Kohler está trazendo de volta a esperança. Né? O pensamento positivo de que se todos se unissem, eles podem mudar esse modo de pensar que eles tinham antes. Agora nós temos que a cidade de Oberhausen já está dando um passo à frente. Não só os donos de loja estão envolvidos nesse projeto, como está trazendo os moradores que viviam presos na sua casa, eram isolados, para junto dos donos de loja. E isso já é uma ideia fundamental para que se possa mudar esses pensamentos. O projeto ele teve início em 1998, o projeto do Banco Comunitário, do Banco Palmas. Mas antes disso teve um antecedente que motivou a criação do banco, que foi quando os moradores vieram, eram moradores da área da Beira-Mar, da região do litoral de Fortaleza, eram pescadores, pessoas que moravam lá, e que a prefeitura tirou de lá, para desapropriou aquelas famílias, e jogou num terreno sem nenhuma estrutura. E essas famílias, ao chegar lá, tiveram que construir suas casas em regime de mutirão, construir suas escolas, seus espaços de lazer. Então, e foi motivado porque durante a década de 80 a 90, o Brasil passava pela instabilidade econômica, falta de emprego, falta de trabalho, as pessoas estavam sem dinheiro. E as taxas das casas que elas mesmas tinham construído estavam muito altas e não tinha emprego. As pessoas estavam vendendo a casa que elas mesmas tinham construído. Então, as pessoas estavam fazendo um processo inverso, estavam vendendo suas casas que elas construíram e indo embora. Então, eles tiveram que pensar num projeto que desenvolvesse o Palmeiras não mais agora na questão da infraestrutura urbana, mas que pensasse num projeto também econômico. E foi aí que surge a ideia do Banco Palmas, para desenvolver o bairro localmente a partir da sua economia local. E aí a gente cria o banco, que vai financiar crédito, e também, junto com isso, uma moeda social para que estimule o consumo dentro da comunidade. O que é nosso grande segredo, que não é segredo, é o pensamento coletivo. As pessoas se unir, as pessoas conversar, as pessoas propor, escutar todo mundo. Eu acho que aqui na Europa, não importa o lugar, não importa. Assim, eu acho que nossa grande dica, que acho que nós, enquanto comunidade, enquanto associação, enquanto Banco Palmas, enquanto Instituto Palmas, é fazer com que a gente possa trabalhar e encontrar as soluções a partir da cooperação, né? As pessoas em cooperativas, né? Se unindo, se fortalecendo. E aí a gente vai poder dar respostas a todas essas dificuldades que a gente está vivendo hoje com relação à questão econômica, o coletivo. Wobei hier der Vorteil wahrscheinlich ist,
dass Köthen nicht so sehr groß ist. Ne? Da kommt dann das Geschäft von nebenan, da kennt die Person dich und dort kennt die Person dich. Und da kommt der Oberbürgermeister um die Ecke und fragt, na, wie läuft's? Genau, und dann kommen die und sagen, machst du da bei dem Regiogeld mit? Und wenn ich dann sage, ja, ich mach da mit, okay, dann machen wir auch mit. Ja, genau. Dass die dann untereinander sich, da wo Unsicherheit ist, einfach untereinander verständigen. Und wenn da einer dabei ist, der sagt, ja, der macht mit, dann sagt der Nächste, ja gut, dann mache ich auch mit. Dann ruft mich der Dritte an und sagt, du, ich habe gehört, was hältst du davon, machen wir da mit? Sag, ja, dann machen wir mit. Ja. Und ich halte natürlich auch mein Versprechen, dass nach wie vor Edelsteine und Gold, also Katzengold, Pyrit, bei uns gegen Kohle zu erhalten gibt. Weil uns hat es wahnsinnigen Spaß gemacht. Ja, ich verspreche hiermit als Privatperson, dass ich mich weiter am Stammtisch beteiligen werde und zusehen werde, dass in irgendeiner Form die Schwarzbank oder die Kohle in Oberhausen erhalten bleibt. Und für das Bunkermuseum Oberhausen, wir werden weiterhin anbieten, einmal im Monat allerdings nur noch sonntags, wahrscheinlich um 18 Uhr, eine Führung gegen Kohle anzubieten. Ich verspreche, dass das Theater Oberhausen für die Diskussionen zur Zukunft der Kohle einen Raum, einen Versammlungsort zur Verfügung stellt. Ich verspreche, dass das Theater Oberhausen sich aktiv an der Zukunft der Kohle beteiligen wird, nicht als Initiator vielleicht mehr, aber als gleichberechtigter Partner unter hoffentlich vielen Partnern. Vielen Dank. Ich verspreche, dass wir vom alten Weg euch Kulturen beibringen und wieder aufleben lassen, die wir früher alle noch kannten. Und das gegen Kohle oder einfach nur gegen ein Lächeln. Außerdem verspreche ich, dass jeder, der zu mir kommt, eine Karte ziehen kann, die für seine Zukunft wichtig sein könnte. Ich verspreche, dass es bei der Firma Gräfe Genüsse künftig einmal im Monat einen ganz tollen Schlemmerabend gegen Kohle gibt. Also nochmal offiziell, ich verspreche weiterhin gegen Kohle, Espresso oder halten Fruchtsaft auszugeben. Dass man wenigstens anerkannt wird, was man, wenn man Kohle kriegt, für das, was man macht. Und wenn man vom Hartz IV kriegt, dann kriegt man einfach so das Geld. Und das ist einfach, finde ich, nicht so gut. Also ich finde das schön, wenn man Geld kriegt und man hat ein gutes Gefühl, wenn man dann was gemacht hat, was Positives für die Gesellschaft. Wir sind lange nicht mehr an dem Punkt, irgendwas neu erfinden zu müssen. Mittlerweile sind so tolle, so erfolgreiche Projekte unterwegs, von anderen, auch von uns. Man muss es einfach nachmachen, man kann es nachjustieren, das eigene Bild dran machen. Es sollte sowieso individuell sein und dezentral sein, das heißt, es sollte eine eigene Struktur vor Ort geben und es sollte einen eigenen Namen tragen und so weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es keine Ausreden mehr gibt für jemanden, der sagt, ich will meinen Beitrag leisten, aber es geht nicht, weil ich habe nicht die Zeit dazu und ich habe so einen harten Job und so weiter. Es ist wirklich für jeden möglich,
mitzuhelfen. Und das wollte ich schon immer sagen, seit Anfang an, es gibt keine Ausreden mehr.